Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Insta-Video mit dem Profil Raki und Grill. Als Einführung für den allerersten Raki-Test wurde der Standard-Raki, der Jack Daniels unter den Rakis, der Jene-Racke ausgewählt. Dieser Raki wurde ausgewählt, weil es einen guten Standard bietet, um einen guten Vergleich zu den nachfolgenden Raki-Tests zu geben. Jeder Raki-Trinker kennt, denke ich, diesen Raki. Aber in der Zukunft werden wir natürlich nicht nur Rakis testen, sondern auch Pernos, Pastis, Uso, Arax und alles, was in die anishaltigen Spirituosen fällt. So, kommen wir dann jetzt mal zu unserer Flasche. Die Flasche von Jeneracke ist mittlerweile schon in sehr veränderter Form. Das ist gerade die aktuelle Flasche. In der Vergangenheit hatte die Flasche bereits andere Designs. Das liegt einfach daran, dass die Marke bereits sehr alt ist. Die Marke Jeneracke ist entstanden 1937 und das war eigentlich auch so die Anfangszeit des Monopolismus in der Türkei. Sprich, es war allen verboten, Raki zu brennen. Raki selber hat eine Geschichte von circa 500 Jahren in der Türkei und im heutigen Griechenland. Eigentlich ist es entstanden mit der ersten sinnvollen Produktion von großen Kupferkesseln, um auch Raki vernünftig brennen zu können. Aber zu der Geschichte komme ich mal in einem anderen Feed. Jetzt geht es hauptsächlich um den Jeneracke. Er wurde 1937 gegründet, hatte dann eigentlich 60 Jahre lang oder über 60 Jahre lang ein Monopol in der Türkei. Das war rein staatlich. Es ging da um Jeneracke und Tekirdağ. Das sind quasi beide Geschwister-Rakis. Beide staatliche Rakis, bis das Monopol 2001 in der Türkei gefallen ist. Seit 2001 gibt es das Monopol nicht mehr. Das Gesetz ist aus der Welt geschafft und seitdem explodiert der türkische Markt mit vielen neuen Raki-Sorten, ähnlich dem Gin-Markt hier in Deutschland. Ab 2011 wurde dann Jeneracke quasi privatisiert. Und zwar hat es dann die May Corporation aufgekauft und ist seit 2011 unter deren Dach. Seitdem sind dann während der May Corporation auch viele andere Untersorten des Jeneracke entstanden, wie zum Beispiel der Jeneracke Ala oder Ustalan Karışımı. Zur Flasche selbst. Ich finde, die Flasche hat ein schönes, klassisches Raki-Design. Klassisch. Dieser Taillenschnitt und kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Schöner, klassischer Design. Dann schenken wir uns mal was ein. Im ersten Teil des Testes werde ich den Raki pur verkosten. Das ist vielleicht jetzt auch noch interessant. Wir haben hier einen Sicherheitsverschluss. Das wurde auch eingeführt, Pi mal Daumen, die letzten 10 Jahre in der Türkei. Müssen alle Rakis auch so einen Sicherheitsverschluss haben. Dieser Verschluss ist nicht abnehmbar. Und zwar geht es hier darum, dass Schwarzbrennern quasi das Handwerk gelegt werden soll, weil es viele Fälle von Todesfällen gab und auch Erblindungen durch gepanschten Alkohol. Da wurden einfach die Originalflaschen umgefüllt und seitdem ist jetzt ein Gesetz raus, dass quasi die Raki-Flaschen Sicherheitsverschlüsse haben müssen. Hier hat auch jede Marke ihren eigenen Sicherheitsverschluss und ist manchmal ein bisschen tricky. Man wundert sich, vermutlich wird jetzt auch hier erstmal nichts rauskommen. Oder doch, es funktioniert sehr gut. So, ich habe mir jetzt mal 2 cl oder 4 cl, 2 Finger breit reingelegt. Die Farbe ist wunderschön wie Wasser. Kaum Trübung vorhanden oder gar keine.
Man sieht schon, wenn man es im Glas leicht schwenkt, es fließt nicht wie Wasser runter, sondern eher wie ein Wein beginnt er zu heulen. Der Geruch des Rakis erinnert sofort an Anis. Der Jenerake ist auch bekannt unter den Rakis, dass er sehr anislastig ist. Außerdem ist der Raki eigentlich zweimal gebrannt, also das ist Minimum auch das zweimal brennen. Typischerweise wird zuerst das Suma, also das ist eigentlich die vergorenen Trauben zuerst gebrannt und im zweiten Brand kommt der Anis mit hinzu, um den Geschmack zu geben. Beim Jenerake werden zwei Traubensorten verwendet. Das eine ist frische Trauben und dann kommen noch Rosinen hinzu. Der Anteil der Trauben ist unbekannt. Was aber bekannt ist, ist, dass Jenerake außerdem Zucker zusetzt. Der Raki hat jetzt auch 45%. Das ist eigentlich ziemlich klassisch, ist ein guter Schnitt zwischen den ganzen türkischen Rakis und ist mindestens einen Monat gelagert. Der Monat kommt auch aus der Gesetzgebung, dass ein Raki, aus der türkischen Gesetzgebung, dass ein Raki mindestens einen Monat lagern muss. Dazu werde ich aber auch nochmal ein Feed erstellen. So, dann probieren wir mal ihn pur. Ich werde hier in dem Test quasi den Raki einmal pur testen und dann noch einmal mit Wasser gemischt im Verhältnis 1 zu 1 und ohne Eiswürfel. Ist nicht typisch. Eigentlich wird der Raki mit Eiswürfel getrunken, aber Eiswürfeln verwässern den Raki erst einmal und zweitens tun die den Geschmack überdecken. Also wenn man eine billige Spirituose hat und will, dass sie gut schmeckt, einfach immer mit Eiswürfel trinken. Der Raki ist pur im Mund. Er ist nicht mild, er ist auch nicht scharf. Er hinterlässt einen schönen Anisgeschmack. Ja, aber der Abgang, da kommt dann die Schärfe, die aber relativ schnell verschwindet und einen nicht die Kehle wegbrennt, sondern schon quasi zum Hals hin, wie ein sehr starker Rucola-Halsbonbon vielleicht ist. Geschmacklich ist es ganz okay, ist ein sehr guter Standard. Sowas könnte man auch quasi, wenn man es nach der deutschen Tradition mittlerweile macht, im türkischen Restaurant als Absacker nach dem Essen gut trinken, ohne dass man danach ein schlechtes Gefühl hat. So, dann mischen wir das Ganze mal mit Wasser. Dazu wieder 4 cl, zwei Finger breit, den Raki einschenken und die gleiche Menge an Wasser hinzufügen. Kleiner Fun Fact: Wenn man 50 Milliliter Wasser mit 50 Milliliter Alkohol mischt, hat man keine 100 Milliliter, sondern 96 Milliliter. Jeder, der im Chemieunterricht aufgepasst hat, weiß das sicherlich aber auch schon. So, jetzt sehen wir sofort, der Raki hat es natürlich milchig verfärbt, bisschen trüb, opak. Das kommt vom Louche-Effekt. Der Louche-Effekt ist auf die ätherischen Öle zurückzuführen, die durch den Anis entstehen. Das ist gleichzeitig eine kleine Falle und ein großer Unterschied zu anderen Rakis, zu anderen Spirituosen, Entschuldigung. Den Raki tut man zuerst einschenken, danach das Wasser und anschließend die Eiswürfel. Wenn man den Raki auf die Eiswürfel direkt geben würde, also zuerst die Eiswürfel ins Glas, dann den Raki, dann flockt der
Raki aus, beziehungsweise die ätherischen Öle und der ganze Geschmack ist kaputt und es ist nicht reversibel. Also das kann man nicht rückgängig machen. Das ist ein großer Hauptunterschied zu anderen Spiritosen, wie man den Raki auch einschenkt. Kommen wir nun zu dem Geruch und Geschmack des Rakis. Der Geruch hat eine Fruchtnote angenommen, sehr angenehm. Er ist im Mund immer noch mild mit einer leichten Schärfe und im Abgang ist er eigentlich kaum mehr wahrzunehmen. Man schmeckt nochmal im Abgang den Anis und hat ein leichtes Gefühl von Täube. Das könnte aber auch irritieren. Ansonsten rundherum ein klassischer, schöner Raki. Bei dem man nichts falsch macht. Klassisch bewährt. Ist noch Luft nach oben. Es gibt aber auch schlechtere. Und von daher würde ich jetzt hier mit dem Test beenden. Die Bewertung wird noch ausführlich quasi dokumentiert und die könnt ihr im nächsten Post dann auch lesen. Vielen Dank schon einmal und bis bald.